Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Factorio. Auch heute wieder mit dabei, der Gabax. Jo, hallo Leute. Wo rennst du denn gerade rum? Ich bin gerade zwischen Stahl und Eisen. Ah. Hallo. Ja, in der letzten Folge haben wir unter anderem die Solarzellen ein paar erweitert. Ich guck mal da unten, da sind ein paar mehr Felder geworden. Ja, wir haben unsere Kupferproduktion erhöht. Oh ja, extrem. Oder fast verdoppelt, die Kupferplatten. Da haben wir ein bisschen zu wenig, aber uns fehlt Stahl. Könnten wir sogar noch ein Stück nach rechts erweitern, vielleicht. Und, ja, aber Kupfer reicht momentan. Mhm. Solange wir keine schnelleren Bänder haben, bringt das sowieso nichts, weil es nicht schneller draufgelegt werden kann. Genau, was ich hier hauptsächlich mal machen will, ich will Stahl erweitern. Dass ich das jetzt nach rechts hier weiter ausbaue. Ups, da habe ich gerade ein Solarkraftwerk in der Hand gehabt. Mir gefällt das hier nicht so ganz. Was gefällt dir denn nicht? Immer kurz jetzt was muss ich den Wald kurz was ausprobieren. Ja. Ich muss hier gerade mal die ganzen Bäume kaputt schießen. Die verweigern sich mir, nämlich wieder der Technik. Ne, mir hat hier nicht gefallen, dass im Kupferband. Obwohl, das ist immer noch der Fall. Das ist nicht hundertprozentig optimal, da sind teilweise so kleine Löcher drin. Ja, warum? Was machst du denn? Wie kannst du nur? Wie kannst du unoptimiert bauen? Also wirklich. Das ist ja auch nicht passiert. Raus aus Factorio. Raus. Tschüss. Disconnect. So, warte mal, wir haben doch irgendwo. Was denn? Haben wir nicht irgendwo Ärmchen lagernd? Moment. Blaue Ärmchen? Nein, die Produktion von blauen Ärmchen hängt da. Ich Ach ja, das nicht, hängt wegen, ja, wegen Eisen, ne? Ich glaube nicht, dass wir da welche haben. Okay, dann muss ich es selber produzieren. Ich hab schon, ja. Das Was wollte denn? Ich machen. Mann, du warst halt nicht schnell genug. Mann, oh. So. Achso, Strom setzt auch schon. Perfekt. Ja, habe ich noch dabei gehabt. Ja. Ich weiß nicht, wollen wir sie unten und oben auch noch setzen, oder? Also das war unten auch noch Stahl, oder? Ich mal. Kann auch sein. Sekunde, wir könnten Stahl auch anders bauen. Das könnte hier reinpassen. Das könnten wir sogar noch weiter rechts hier. Warte mal. Bauen wir nochmal zwei. Nee, ich würde Stahl gerne mal anders bauen. Was? Warum? Ich habe da eine interessante Idee. Und zwar bauen wir Stahl zusammen mit einer Modulstation. Ah. Das habe ich auf einem anderen Server auch gebaut. Das funktioniert richtig gut. Ich reiß das mal kurz ab. Ja, dann reiß es halt ab. Gerade erst frisch hingesetzt. Gut, ich möchte mal gerade gucken. Diese Fabriken hier, die müssten wir eigentlich mal. Ah, stopp, stopp! Nicht die, nein! Warte, warte. Ja, mach die X mal weg. Oder so. Ja, ich weiß nicht wie. Geht das nicht? Es geht irgendwie, ich weiß aber gerade nicht wie. Ah. Wie ging denn das noch? Das, weiß ich nicht. Ich auch nicht. Ja, aber diese beiden Fabriken müssten wir mal umsetzen. Welche Fabriken? Ja, die, einmal die Montagefabrik hier für die Flugrobotergestelle und die Rohre. Weil die stehen irgendwie so ein bisschen im Weg hier, finde ich. Das Flugrobotergestell würde ich da stehen lassen. Okay. Ansonsten kannst du es umbauen, wenn du möchtest, aber die Rohre können wir umsetzen, das ist richtig, das würde gehen. Kannst du die umsetzen? Nein. Warum nicht? Weil ich jetzt gerade zu dem Zug laufe. Ach, dann schmeiß dich da Rohre einlade. Schmeiß dich doch von Zug. Nein, ich möchte mich nicht. Warum lädst du Rohre in den Zug ein? Darum. Ja. Weil ich Fässer, also nicht Rohre, Fässer natürlich. Ja. Ja, für Öl. Ach so. Ja. Aber ich wundere mich gerade, ach, der steht. Warum steht der denn? Der Zug. Ach, der hat keinen Treibstoff mehr. Warum hat der keinen Treibstoff? Ja, der steht hier doof rum und hat keinen Treibstoff mehr. Ich kann dir sagen, warum. Ja, ich auch. Weil, eine Sekunde. Der hier hat keinen Treibstoff? Nee, der hat keinen Treibstoff. Welcher Zug denn? Ja, der, Ich habe eine Vermutung, warum. Weil hier genug Kohle, nicht genug Kohle angeliefert wird und der Zug halt durch die Kohle versorgt wird, die durch den Zug geliefert wird. Warte mal. Nein, hier wird nämlich gar keine Kohle geliefert.
Ich rede nicht unten, ich rede von oben dem Zug, von dem Ölzug. Ach, der Ölzug. Ja. Ja, warte mal, dann setz doch da eine... Mach ich gerade. Eine Kiste hin. Mach ich gerade. Habe ich jetzt hier unten auch gemacht. Ich glaub, das ist, ich setze mal gleich eine Anforderungskiste, ne? Dann können sich ja die Drohnen entsprechend drum kümmern. Wir bauen ja hier irgendwie immer mehr auf Drohnen. Das habe ich hier mit dem Zug jetzt auch gemacht. So, hier möchte ich jetzt, was möchte ich denn anfordern? Ach, warte mal, das da drüben sind ja gar keine Anbieterkisten. Mal austauschen hier. So. Oh Mist, die sind gar nicht im System. Haben wir überhaupt Kupfer in unserem System? Ja. Okay. Haben wir. Das ist gut. Dann werde ich das jetzt mal einstellen. So, kommt da was? Mal gucken. Kann sein, ich muss mal kurz den einen hier umsetzen. Also Logistikdrohnen sind auf... Ah ja, da kommt was. Da kommt der erste Schwung. Wusch, perfekt. Kann sein, dass die gleich nicht mehr kommen. Ich musste da gerade einen Roboterhangar umsetzen. Wie sieht es eigentlich mit unserem Öl aus? Das ist inzwischen wieder etwas leerer geworden, ne? Sehe ich gerade. Das wird ja wahrscheinlich, weil der Ikan nicht mehr so viel liefert. Ja, der Ikan liefert gerade gar nichts mehr. Der voll... So, dann werde ich mal Folgendes machen. Ich werde mal in den Ikan zurückfahren. Dann fahre er in den Ikan. Ikanöl. Mal gucken, was da so los ist. Weil da müssten jetzt die Lager auch langsam voll sein. Ja, toll. Ich habe natürlich total vergessen, auch genug Dings da mitzubringen. Mitzunehmen. Fässer. Ja, vielleicht sind da ja noch Fässer. Man weiß es ja nicht. Gucken wir mal. Dann kann ich nämlich gleich hier die Akkumulatoren weiterbauen. Oh ja, doch. Sind noch einige Fässer da. Und? Ah ne, so voll ist das hier gar nicht. Geht eigentlich. Ich habe ja genug Lager. Ich habe ja 8 Lager gebaut. Das reicht ja. Schön. Lol. Der Zug hat... Der Zug wurde nicht mal richtig beladen. Da ist er schon weggefahren. Ach, herrlich. So, wie machen wir das denn hier mal? Hier setze ich mal so ein Ding. Na? So. Zack. Weil hier kommen gar keine an. So. Das jetzt so richtig gebaut? Doch, das passt so. Das sind auch ganz schön langsam, die Montagemaschinen hier. Oder liegt das daran, dass die keine... Doch, Öl haben sie genug. Ah, da passt ja auch so krass viel Öl rein, ey. Hammerhart. Warum nimmst du das Rohr nicht runter? Was? Die eine Fabrik funktioniert hier nicht. Okay. Ich weiß vielleicht, was du da meinst. Jetzt hat es gerade kein Rohöl. Hä? Irgendwas funktioniert mit der einen Fabrik hier nicht. Die will nicht. Warte mal. Mach ich nochmal. Zack. So, warte mal, ich muss das jetzt hier anders bauen. Das nach oben rausgeht. Ich verstehe es nicht. Die funktioniert, die funktioniert, die funktioniert nicht. Was machst du da? Ja, ich kontrolliere hier gerade die Züge. Ach so. Also jedenfalls hier nehme ich kein Öl. Das funktioniert nicht, gerade nicht so ganz, wie es soll. Okay, das ist nicht schön. Nee, das ist wirklich nicht schön. So, wie sieht's mit der Energiebilanz aus? Die produzieren bei mir jetzt hier schon zwei. Alter, die produzieren schon 200 Kilowatt hier. Aber ich sehe gerade, der Strom ist gar nicht mehr angeschlossen. Das ist natürlich schlecht. Das erklärt, warum nur 4 Solarzellen hier angeschlossen sind. Ja. So, zack. Jetzt. Jetzt kommt. Ja. 228. Jetzt geht's wieder hoch. Jetzt sieht das Ganze Megawatt ganz anders aus. 14 ja. Megawatt. Jo, jetzt sehe ich es hier oben auch. Wunderbar. Ach. Ach, so Gabbard. Ist das. Was? Warum ich? Weiß ich auch nicht. So. Der fiel mir gerade so ein. Also mehr Akkumulatoren. Das ist wichtig. Wo werden wir denn schon wieder angegriffen? So, dann setze ich die mal
Oh, das passt sogar perfekt. Warte mal. So, zack. Dann natürlich ein Strommast dazwischen. Zack. Und dann nochmal Akkumulatoren. Zack. Ich muss ja schließlich ein bisschen Platz sparen hier. Der Ikan ist ja nicht groß genug. So. Nicht? Zack. Der Ikan ist nicht groß genug für uns bei Elvis. Genau. Und hier nochmal. Eigentlich müsste ich dann... Nee, das passt, glaube ich, hier gar nicht hin. Kann ich keine drei Stück hinbauen. Oder? Nee, passt nicht. Also, muss so. Muss so, wie es jetzt ist. Muss? Muss, genau. So, dann habe ich. Das können aber nichts müssen. So, zack. 9. So, wir haben hier 1, 2, 3. Und reicht das? Ja. Sieht schlecht aus. Ich glaube, das sind zu wenig Akkumulatoren. Baut mal wenigstens das linke fertig hier. Okay, das reicht nicht. Verdammt. Wie sieht's denn jetzt mit dem Strom aus? 1,6 Gigajoule können wir schon speichern. Aus. Reicht aber noch lange nicht, ne? Ich habe keine Ahnung. Das müssten wir ausprobieren nächste Nacht. Hm. Aber höchstwahrscheinlich. Gut, also das reicht vorne und hinten noch nicht mit den Solarzellen. So, Zug ist wieder da, das ist perfekt. Nimm mich mit, Zug. Ich will wieder hoch. So, aber bevor du hier hochfährst, muss ich dich erstmal einstellen, dass du hier in Ikanöl mal ein bisschen länger wartest, bis du voll bist. So. Sieht schon besser aus. Die kommen gar nicht hinter... Okay, Ikanöl ist schon wieder leer. Die pumpen irgendwie nicht schnell. Warum pumpen die nicht so schnell? Warte mal. Wir halten mal den an. Ich guck mir das mal. Ich inspiziere das. Inspiziere das hier mal alles. Dann inspizier du das mal. Genau. Warum das denn hier nicht funktioniert? Was ist denn hier los? Pumpt die etwas? Ja, das funktioniert dann am Ende nicht. Mhm. Die pumpen alle hier so langsam. Ich glaube, wir brauchen hier Modulstationen. Hm. Gut, dazu muss man natürlich sagen, dass ein so ein Fass 50 Öl beinhält. Nee, 25. Das ist schon heftig. Ne? So, jetzt habe ich da noch Module rein. Da. So, also das würde erstmal reichen hier. Also los. Los, so, fahr. Jetzt habe ich 5 diese Lichtbogenöfen an einer Modulstation dran. 5. Ja, nein, 9. Entschuldigung. Achso, 9. Dann verbraucht das jetzt aber ganz schön viel Strom, ne? Nee, es ist ja bloß einer. Es ist ja bloß eine Modulstation. Achso, ja, aber bringt natürlich das 9-fache, ne? Das ist krass. Ja. Oder, naja, 8-fache. Naja, also es gibt jetzt überall 20% mehr, die Hälfte halt, ne? Kannst du noch keine Dreier bauen? Nee. Ich könnte. Es dauert aber ein Weilchen, die im Inventar zu craften. Ja, du brauchst nur 2, oder? Ja. Dann bau doch mal 2 Dreier. Und dafür reicht aber wieder das Eisen gerade nicht so ganz. Ach so, liegt schon wieder am Eisen. Das ist ja schlimm. Momentan liegt es gerade ein bisschen am Eisen. Schrecklich. Und was baust du? Eisen. Ah, das sieht cool aus. Können wir theoretisch auch mit... Also eigentlich könnten wir das auch mit Eisen machen. Was? Ja. So mit 9 Dingern und das 2-mal. Würde wahrscheinlich effektiver laufen. Das könnte sein, ja. Ich kann es aber nicht versprechen. Sieht ja allerdings interessant aus. Hier kommt irgendwie kein Eisen an. Nein, es Eisen reicht gerade nicht. Das ist das Problem an der Sache. Es wird halt übelst überall verballert, ne? Obwohl, es könnte sich links bald zurückstauen, weil... Ah, die Grünen sind voll. Wie, die Grünen sind voll? Ja, die grüne Chemie ist voll. Ach so. Das heißt, die Förderbänder stauen sich zurück. Ja, das ist gut. Das heißt, da wird weniger Metallverbrauch. Die Knickarmroboter stauen sich zurück. Da wird auch bald kein Metall gebraucht. Das heißt, das staut sich, wird sich auch bald zurückstauen. Der braucht... Ich sehe gerade, da können wir hier mal schnellere Bänder hinbauen. Das Blöde ist aber, dass die blauen noch eine Weile produzieren werden.
Ja, für den blauen haben wir momentan zu wenig. Ja. Und halt die grünen, die Chippes, Tipps, die ziehen halt immer noch ganz übel. Ja. Es kommt halt nicht so viel an, wie ankommen könnte. Das ist schlecht. Wie mache ich denn das? So. Boah, wenn ich überlege, was wir hier produzieren, ey, das ist schon. Aber Kupfer staut sich übel zurück. Also Kupfer haben wir mehr als genug gerade. Ja, eben gerade hatten wir Mangel, jetzt nicht mehr. Ei. Ei. Problem gelöst. Ei, Captain. Problem gelöst. Nee, das war dumm. Was mache ich denn hier? Das weiß ich nicht. Was machst du denn da? Das frage ich mich gerade selber. So wollte ich das machen. Warum so? Willst du da einen Teil einbauen? Damit, wirst du gleich sehen. Jetzt macht mir nicht, sie sagt mir nicht, dass die auf die andere Seite sollen. Das, so. Aber, hä? Warum willst du die auf die, ich bin gerade doof, so. Warum willst du die auf die andere Seite tun? Ja, eine Seite reicht Platz, doch. Damit mehr Platz ist. Ja, aber es reicht auch eine Seite. Nee, guck mal, das staut sich doch schon. Ja, und? Ja, wie und? Hallo, die Kiste ist voll, da ist doch egal. Die Kiste ist nur voll, weil du sie begrenzt hast. Ja, sicher, war ja Absicht. Ich möchte aber das ganze Band voller blaue Chemikalien haben. So, du bist blau, das Junge. Ist der Grund. Ich bin blau. Genau. Das ist der Grund. Sehe ihn ein. So, aber wir stellen irgendwie zu wenig blaue her. Beziehungsweise nein, es ist immer noch Eisenmangel, okay. Guck gerade mal, wie wir das mit dem Eisen. Also Strom haben wir noch genug. Das sieht gut aus. Es kommt irgendwie immer noch genug, zu wenig Eisen an. Naja, ich produziere nebenbei so ein paar Speed-Module. Das ist ein. Ich finde das zu problematisch hier, dass Eisenplatten, grüne Schaltkreise vor allem anderen kommt. Weil dann ist da irgendwie am meisten. Ja, aber der Rest braucht ja momentan keins mehr. Ja. Aber hier ist echt zu scheiße mit dem Eisen. Naja, die Grünen, die bedienen sich halt ganz gut, ne? Ja. Ganz gut ist untertrieben. Da kommt gar nichts mehr an. Da kommt vielleicht mal ein Vereinzelter an. Ah. So können wir es natürlich auch machen. Hm, was denn? Wir stellen da jetzt einfach eine Kiste hin. Eine Anforderungskiste. Und dann schleppen die Drohnen das dahin. Dann was überbrücken denn? Eisenplatten, die das. Oder? Ja, ja. Ich mache jetzt da eine Anforderungskiste hin. Weil dann brauchen wir das ganze Gedöns hier nicht, weißt du? Ach so, ja gut, dann kann ja jeder rotere Arm weg. Ah, okay, ja, ich weiß, was du vorhast, okay. Und dann, so. Und hier kommt. Ja, weil da jetzt hin und her zu ruppeln, das macht keinen Sinn. So geht's viel schneller. Weil die paar Drohnen, die dann immer mal hinfliegen, das ist nicht so schlimm. Oh, Fässer haben wir genug. Nee, das ist richtig. Das ist auch nicht das Und Problem. Hinten haben wir im Lager ja genug. Da kommt ja mehr als genug an. Das ist richtig. Allerdings nur, weil sich das hier nach hinten gestaut hat. Wenn jetzt hier mehr durchgeht, dann kann es sein, dass hier wieder weniger ankommt. Ja, dann. Es ist immer knifflig. Wolltest du nicht eh jetzt immer mehr auf Drohnenverteilung gehen? Außer die Hauptstränge? Ja, das ist richtig. Wollten wir ja auch. Ja. So, jetzt können sie hier genug produzieren. Und warum fehlen aber da jetzt auf mal grüne? Dann brauchen wir es halt, ne? Warum fehlen da auf mal grüne Schaltkreise? Oder wir müssen halt irgendwann mal halt einfach mal umbauen. Aber das würde ich am liebsten erst dann machen, wenn wir halt mehr Drohnen haben. Weil da kannst du alles einmal abreißen und per Blueprint neu setzen. Das, ja. Weil dann können wir uns auch hier von dem mit den Lichtbogenöfen und der Modulstation einfach einen Blueprint ziehen. Und das dann einfach vervielfältigen. Wobei ich da nicht ganz zufrieden mit bin. Das sieht mir nicht optimiert aus. Auch vom Platz her. Ich hab den Eindruck, dass es besser ist, ja. So wie es unten ist, nur dass wir eben alle fünfmal eine Modulstation hinsetzen. Ja, aber hier hast du eine Modulstation für 9 Öfen. Das ist richtig. Und hier kannst du ja maximal, keine Ahnung, 4. Irgendwie 3 Öfen oder so versorgen. Willst du denn 4 machen?
Achso, passt das nicht von. Ach, die hat ja nur so ein kleines, ja, ich sehe gerade. Ja, eben. Also damit kannst du maximal 3 versorgen. Ja, ist halt so. Gut, aber das müssen wir dann ja irgendwie in einer anderen Folge mal gucken. Das ist richtig. Denn die Folge ist ja leider schon wieder vorbei. Aber immerhin haben wir es geschafft. Naja, fast. Fast geschafft, mehr Stahl zu produzieren. In der Hoffnung, dass jetzt auch bald mehr Eisen produziert wird. Wie gesagt, ich produziere nebenbei ein paar Speed-Module. Und ja, vielleicht läuft es ja damit besser. Mal gucken. Sieht aber schon mal gut aus, da staut sich das. Ansonsten würde ich sagen, hoffen, dass ihr wieder in der nächsten Folge mit dabei seid. Wieder bei Factorio. Bis dann. Alles klar. Ciao.